Also, wenn wir dieses Ding hier P nennen, dann gilt, P teilt nicht x hoch k plus 1 für alle k kleiner als 32.767. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Man kann mit rumprobieren, diverse Polynome finden, die diese Eigenschaft haben. Jetzt können Sie sich natürlich vielleicht fragen, toll, was nützt mir das, wenn gerade diese Polynome keine Vielfachen davon sind? Aber das ist jetzt genau das, was wir uns anschauen werden. Das, was ich hier hingeschrieben habe, diese fünf kleinen Überlegungen, sind genau das, was wir brauchen, um zu verstehen, warum die zyklische Redundanzprüfung funktioniert. Ich muss dem Ganzen jetzt nur noch irgendwelchen Namen geben. Wir hatten vorhin ja schon gesagt, dass wir eine Nachricht verschicken. Wir nennen jetzt mal das ganze Polynom, was verschickt wird, M. Das ist die Nachricht, die verschickt wird. Und jetzt stellen wir uns vor, das ist das, was der Sender losschicken möchte, die Nachricht. Beim Empfänger kommt irgendwas an, aber da sind ja eventuell Fehler drin. Also eventuell war hier an dieser Stelle zum Beispiel eine 0, aber beim Empfänger kommt hier eine 1 an. Das ist ja das, was man Fehler nennt. Und eventuell war hier an dieser Stelle irgendwo eine 1 und beim Empfänger kommt an der Stelle aber eine 0 an. Darum machen wir das so, dass wir das, was beim Sender losgeht, M nennen, wie Message. Das, was beim Empfänger ankommt, nennen wir MF. Das bedeutet Message eventuell mit Fehlern. Da sind eventuell Fehler dabei. Und jetzt kann man sich das so vorstellen. MF ist dadurch entstanden, dass ich mein ursprüngliches Polynom hatte und dazu einen Fehler dazu addiert habe. An diesen beiden Stellen hier habe ich jeweils 1 dazu addiert. 1 plus 1 macht 0, 0 plus 1 macht 1. Also das Fehlerpolynom in diesem konkreten Fall wäre gewesen, hier muss eine 1 stehen und hier eine 1. Und wenn ich mal annehme, dass das die beiden einzigen Fehler gewesen sind, dann würde der ganze Rest aus Nullen bestehen. Ja? Dann kann ich, also so kann ich mir vorstellen, dass ich den Fehler mathematisch hinschreiben kann. Die Nachricht, die ankommt beim Empfänger, ist die ursprüngliche Nachricht plus ein Fehlerterm. Und beides kann ich mir als Polynome vorstellen. So, und jetzt passiert Folgendes. Das ist ja der Fall, den wir vermeiden wollen. Der Empfänger weiß ja nicht, was ich verschickt habe. Der nimmt sich jetzt dieses MF und dividiert das durch G. Und der Fall, den wir vermeiden wollen, ist, dass der bei der Division feststellt, da kommt irgendwas raus, Rest 0. Denn Rest 0 bedeutet ja keinen Fehler. Also der schlechte Fall ist, dass G ein Teiler von MF ist. Nur wir wissen ja nicht, was MF ist, weil das ja von der Nachricht abhängt. Aber das ist nicht schlimm, dass wir das nicht wissen. MF ist ja dasselbe wie, steht ja hier oben, M plus E. Also der schlechte Fall ist, dass G ein Teiler von M plus E ist. Und das ist jetzt genau wie bei den ganzen Zahlen. M ist ja ein Vielfaches von G. Also wenn G ein Teiler von M plus E ist, dann folgt daraus, weil wir schon wissen, dass G ein Teiler von M ist, dass G ein Teiler von E sein muss. Ja? Das ist die entscheidende Sache hier. Ein Fehler wird dann nicht aufgedeckt, wenn das Generatorpolynom ein Teiler des Fehlerpolynoms ist. Das heißt, wir müssen uns jetzt überlegen, wie sehen typische Fehlermuster aus? Das hier ist so ein typisches Fehlermuster. Und wie können wir ein Generatorpolynom so bauen, dass es möglichst viele von diesen typischen Fehlermustern nicht teilt? Das ist das, was wir eigentlich haben wollen. Und das ist jetzt ganz easy nach unseren Vorüberlegungen. Es gibt so ein paar typische Fehlerpattern, die man gerne vermeiden möchte. Erste Möglichkeit, es gibt irgendwo einen einzigen Fehler. Also Ihre ganze Message ist eigentlich okay, bis auf einen Fehler. Irgendwo ist hier ein einziger Fehler. Dann sieht Ihr Fehlerpolynom so aus, x hoch k. Das ist Ihr Fehlerpolynom. Ja? Weil es ja nur an einer einzigen Stelle eine 1 hat. Wie kann man dafür sorgen, dass das Generatorpolynom hiervon kein Teiler ist? Ganz einfach, das hatten wir uns ganz am Anfang überlegt. Das steht hier noch. Indem wir das Generatorpolynom nicht gerade ein Monom nehmen.
Damit haben wir schon vermieden, dass Einzelfehler aus Versehen übersehen werden. Und zwar egal, wo in meiner Message der Fehler passiert. Wenn mein Generatorpolynom kein Monom ist, kann das nicht passieren. Also kann ich drunter schreiben, wird vermieden, dass man so einen Fehler übersieht, wenn G kein Monom ist. Jetzt der zweite Fall. Wie sieht das aus, wenn zwei Fehler passieren? Ich habe hier meine lange Message und ich habe zwei Fehler. Ich schreibe das jetzt mal mit Beispielzahlen hin, weil das dann vielleicht ein bisschen deutlicher ist. Wir stellen uns mal vor, vielleicht an der, sagen wir mal, 35. Stelle würde ein Fehler passieren und an der 7. Stelle würde ein Fehler passieren. Dann wäre unser Fehlerpolynom x hoch 35 plus x hoch 7. Ja. Jetzt müssen wir also folgenden Fall vermeiden. Was wir nicht wollen, ist, dass unser Generatorpolynom ein Teiler von x hoch 35 plus x hoch 7 ist. Das wäre doof, weil wir dann den Fehler übersehen würden. Das kann man sich dadurch überlegen, wie man sowas vermeiden kann, dass man dieses Ding hier zerlegt. X hoch 35 plus x hoch 7 ist das gleiche wie, kann ich einfach ausklammern, das ist x hoch 28 plus 1 mal x hoch 7. Habe ich einfach x hoch 7 ausgeklammert. Ne? Das kann ich bei zwei Fehlern immer machen. Wenn ich zwei Fehler habe, habe ich immer eine Summe von zwei Monomen, kann ich immer das kleinere von beiden Monomen ausklammern. Also habe ich immer sowas hier hinbekommen. Wenn ich mein G so gewählt habe wie im ersten Schritt, dass es kein Monom ist, dann kann das G hiervon kein Teiler sein. Und jetzt kann ich genau wie bei den ganzen Zahlen schließen, da die beiden ja sogar teilerfremd sind, kann G nur ein Teiler hiervon sein, wenn es ein Teiler hiervon ist. Und jetzt überlegen Sie sich eins von diesen Polynomen, die ich Ihnen gerade in Maple vorgeführt habe, die sowas hier nie teilen, jedenfalls für riesengroße Werte. Wenn ich so eins gerade genommen habe, dann kann ich mir sicher sein, dass ich zwei Fehler niemals übersehe, es sei denn, der Abstand zwischen den beiden Fehlern ist mindestens 32.000 Bits groß. Das ist der Grund, warum man sich solche Polynome gerade anschaut. Also wenn ich ein Polynom habe, das erstens kein Monom ist und zweitens so ein Ding wie hier oben, wo haben wir es, wie das hier, dann habe ich damit erreicht, dass ich Einzelfehler und Doppelfehler, egal wo sie in dem Ding liegen, auf keinen Fall übersehen kann, solange meine Gesamtmessage höchstens aus 32.767 Bits besteht. Aber man kann noch mehr erreichen. Das ist jetzt, zwei Fehler dürfen auftreten. Noch eine ganz einfache Geschichte. In Ihrem Polynom tauchen eine ganze Reihe von Fehlern auf. Sie wissen nicht mal, wie viele. Sie wissen aber, dass die Anzahl der Fehler ungerade ist. Also hier ein Fehler, hier einer, hier einer, hier noch einer, hier noch einer, hier noch einer, hier noch einer. Insgesamt eine ungerade Anzahl von Fehlern. Jetzt scrollen wir nochmal zurück und gucken, darüber hatten wir uns auch schon Gedanken gemacht. Wenn Sie eine ungerade Anzahl von Fehlern haben, dann kann x plus 1 kein Teiler von dem Polynom sein. Denn x plus 1 ist nur Teiler von Polynomen, die eine gerade Anzahl haben von Fehlern. Ja? Also wenn Sie das hinbekommen, dass x plus 1 ein Teiler von Ihrem Generatorpolynom ist, dann werden Sie jeden Fehler dieser Art abfangen können. Jede ungerade Anzahl von Fehlern können Sie kriegen, egal wie viele es sind. Ja? Kann nicht passieren. Siehe oben, wenn x plus 1 ein Teiler von G ist. Die Sache hat leider einen kleinen Haken. Dies hier, dass Sie ein Polynom finden, was diese tollen Eigenschaften hat, wo ich Ihnen eben ein Beispiel gezeigt habe. Und gleichzeitig das hier bekommt man selten beides auf einmal hin. Da muss man sich überlegen, was einem wichtiger ist. Also man kann jetzt nicht die eierlegende Wollmilchsau hinbekommen. Man kann solche Polynome finden und man kann natürlich auch sehr leicht Polynome finden, die Vielfache von x plus 1 sind.
Aber es wird schwierig werden, welche zu finden, die beides tun. Darum müssen Sie dann, wenn Sie so eine zyklische Redundanzprüfung designen, sich überlegen, was ist mir jetzt wichtiger? Ist es mir wichtiger, zwei Fehler entdecken zu können, egal wie weit die auseinander liegen können, oder ist es mir wichtiger, jede ungerade Anzahl von Fehlern entdecken zu können? So, jetzt noch eine letzte Sorte von Fehlern, und die sind für die Praxis eigentlich die wichtigsten. Das sind die sogenannten Bündelfehler oder im Englischen Burst Errors. Bündelfehler bedeutet, und das, wir reden jetzt wieder über die Praxis, dass Sie mehrere Fehler haben, die alle direkt nebeneinander liegen. Also diese ganzen Bits, die hier direkt nebeneinander liegen, sind alle falsch. Ja? Das bedeutet, sagen wir mal, K-Stück, K-Fehler direkt nebeneinander. Das ist ein typischer Bündelfehler. Und das ist auch was, was in der Praxis auftaucht. Wenn Sie eine Leitung haben und da läuft irgendwas schief, dann haben Sie halt meistens gleich so mehrere Störungen auf einen Schlag. Und wie können Sie dafür sorgen, dass sowas nicht passiert? Wie würde denn so ein Bündelfehler aussehen? So ein Bündelfehler würde doch so aussehen. Ich schreibe das jetzt mal wieder als Beispiel hin. Sie haben sowas wie, sagen wir mal, wenn ich von rechts nach links anfange, hier ist vielleicht die 20. Stelle, da taucht der erste Fehler auf. An der 21. Stelle der zweite Fehler, an der 22. Stelle der dritte und so weiter bis x hoch, weiß ich nicht, 37. Dann hätten Sie insgesamt 18 Fehler. Also in diesem Fall wäre k gleich 18. Das ist auch wieder eine Sache, die man sich ganz einfach hinschreiben kann, indem man es auseinander dividiert. Mache ich wie oben, ich ziehe das x hoch 20 hier raus, dann habe ich x hoch 20 mal 1 plus x Quadrat plus und so weiter plus x hoch 17. Ja? Und wie kann ich vermeiden, dass g ein Teiler hiervon ist? Diese hier vorne ist ganz einfach zu klären. G kann hiervon kein Teiler sein, weil ich ja schon mich im ersten Schritt festgelegt habe, dass ich keine Monome will. Also bleibt nur noch übrig die Frage, wie kann ich vermeiden, dass g ein Teiler hiervon ist? Haben Sie da eine Idee? Na gut, die Antwort ist ganz einfach. Wenn dieses Ding hier einen Grad hat, der kleiner ist als der von dem Generatorpolynom, dann kann das nicht funktionieren. Das ist ganz einfach diese Überlegung von hier. Der Grad von dem Teiler muss ja immer kleiner gleich dem Grad von dem, was geteilt wird, sein. Wenn also zum Beispiel mein Generatorpolynom, sagen wir mal, den Grad 20 hat, dann kann es kein Teiler von dem Ding hier sein. Ja? Das bedeutet also, wenn ich ein Generatorpolynom habe, zum Beispiel mit 32 Stellen, dann kann ich Bündelfehler mit bis zu 31 Stellen auf einen Schlag jederzeit erkennen. Und damit sind wir auch fertig mit der Überlegung. Und jetzt zeige ich Ihnen mal konkret, wie das zum Beispiel im Ethernet-Protokoll aussieht. Im Ethernet sind die Frames. Frame hatten wir das Stück genannt an Daten, was verschickt wird. 1514 Bytes. Also wenn Sie das mit 8 multiplizieren, um auf die Bits zu kommen, haben Sie 12.112 Bits. Das ist das Datenframe, was Sie verschicken. Und wie sieht Ihr Generatorpolynom aus? Das schreibe ich Ihnen jetzt nicht ausführlich hin, das steht, glaube ich, im Skript. Das geht los mit x hoch 32 plus x hoch 26 und dann kommt noch ein bisschen mehr und dann steht am Ende irgendwann plus x plus 1. Erstmal gucken wir mal, wie das Verhältnis ist. Wir haben an Daten, die wir verschicken wollen, 12.000 Bit und als Kontrollwert haben wir 33 Bits hier hinten. Ja? Darum haben wir ein Verhältnis von 33 zu ungefähr 12.000. Das ist ungefähr ein Viertelprozent. Also ein Viertelprozent der Daten sind Prüfbits und der Rest sind wirkliche Daten. Das ist eine sehr, sehr gute Quote. Sie müssen fast keine Prüfbits mitschicken. Das meiste sind wirklich Daten, die verschickt werden. Und was können Sie jetzt mit diesem Polynom alles kriegen? Sie können damit Einzelfehler entdecken. Sie können Fehler entdecken, wo zwei Bits falsch sind, egal wo die im Frame sitzen, unabhängig von der Position. Und Sie können Bündelfehler erkennen, solange die insgesamt höchstens 32 Bits auf einen Schlag sind.
Das wird alles erledigt durch dieses Polynom hier. Was dieses Polynom nicht kann, ist das hier, irgendwelche ungeraden Fehlerzahlen entdecken. Das wäre zwar toll, aber dann hätte man die Eigenschaft 2 nicht mehr. Aber jedenfalls hoffe ich, dass Ihnen ansonsten hier ungefähr von der Idee her klar geworden ist, wie sowas funktioniert. Und wie gesagt, es wird auch in anderen Protokollen eingesetzt. Ich glaube, ich hatte Ihnen eine Aufgabe mit dem Bluetooth-Protokoll gemacht, wo man auch sieht, wie das da benutzt wird. Je nachdem, wie groß die Frames sind und was man erreichen will, nimmt man unterschiedliche Generatorpolynome. Aber die Idee ist immer dieselbe. Man versucht, sich ein geschicktes Polynom zusammenzubauen, damit möglichst wenig Fehler durchrutschen können.